Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts vom Jugendparlament. Wie in der letzten Folge haben wir heute wieder den Ercan da. Hi Ercan, schön, dass du da bist. Hallo, ich bin wieder da. Heute sind Luis und ich da, also Jo. Und wir quatschen heute mal so ein bisschen mit dem Ercan darüber, was so der Integrationsrat ist. Dann erzähl uns doch einfach mal, was du so machst im Integrationsrat. Was sind so deine Aufgaben? Ercan Telli, ich bin der hauptamtliche Geschäftsführer des Integrationsrates unserer Stadt. Der Integrationsrat ist quasi das politische Gremium für alle Oberhausenerinnen und Oberhausener, die nicht über das aktive Wahlrecht verfügen, weil sie nicht deutsche Staatsbürger sind. Und da ist der Gesetzgeber hingegangen und hat gesagt, wir schaffen da ein politisches Gremium, wo die Menschen, die seit mehreren Jahren hier leben, sich auch an dem Meinungsbildungsprozess beteiligen können. Es sind 31 Vertreter, 21 werden von Migrantinnen und Migranten direkt gewählt. Und in einer Stadt wie Oberhausen, aber auch in anderen Ruhrgebietsstädten, wissen wir ja, knapp ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung, irgendwo dazwischen ist die Zahl, hat den sogenannten Migrationshintergrund. Also es ist eine starke Größe, die man nicht übersehen kann. Sinnig wäre natürlich auch dafür zu sorgen, die gesetzlichen Hürden abzuschaffen, damit diese Menschen sich auch an den Kommunalwahlen beteiligen können. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das ein Hilfsersatzgremium, um diese Menschen dann an diesen politischen Prozessen zu beteiligen. Und damit der Austausch besser funktioniert, kommen zu den 21 Gewählten noch 10 gewählte Ratsmitglieder aus verschiedenen Parteien. Die Zusammensetzung erfolgt nach deren Wahlergebnissen. So, und dann ist diese Zusammensetzung und die werden dann analog zum Rat der Stadt gewählt für 5 Jahre und setzen sich dann für Integrationspolitik, Integrationsarbeit in dieser Stadt ein. So, und da mache ich dann die Geschäftsführung für dieses Gremium und habe den Luxus, mit solchen Organisationen wie Jugendparlament, mit Kirchen, mit Migrantenorganisationen gemeinsam uns tagtäglich dafür einzusetzen, damit das friedliche, tolerante, solidarische Zusammenleben in unserer Stadt weiterhin noch so bleibt. In der letzten Folge haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was wir so vom Jugendparlament schon mit dem Integrationsrat gemacht haben. Ich erinnere mich an die Türschilderaktion, die wir da gemacht haben. Und jetzt ist natürlich nicht nur der Integrationsrat so ein bisschen die Aufgabe für uns. Du hast uns schon erklärt, alles klar, Integrationsrat ist für Leute, die nicht wählen dürfen, aber sich trotzdem irgendwie gerne einbringen möchten. Und jetzt wäre meine Frage, wie bist du denn eigentlich an diesen Job gekommen? Also war das einfach ganz normale Bewerbung und so ist man Geschäftsführer geworden von dem Integrationsrat oder wie war das? Als Integrationsrat bin ich gewählt worden von dem Gremium und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eigentlich Jura studiert, aber man bringt sich auch in der Freizeit ja ein, in seiner Jugend ein und meistens macht man nicht das, was man studiert hat oder vorhatte, sondern man hat manchmal einen Plan, aber der da oben hat manchmal ganz andere Pläne und ich bin genauso wie ihr auch relativ früh politisch aktiv gewesen. Ich war um Bertha und das Bertha-von-Suttner-Gymnasium ist ja eigentlich sehr bekannt für die politische Arbeit, für Antifa-Arbeit. Und das hat mich so ein bisschen geprägt und über diesen Weg bin ich ja dann in diese politische Arbeit dann mehr oder weniger reingewachsen. Und irgendwann findest du das gut, dann wird dein Hobby dein Beruf und das macht dann noch mehr Spaß. So bin ich dazu gekommen. Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant. Jetzt hast du ja auch schon neben den Türschildern und verschiedensten Sachen, würde ich gerne auch auf eine Sache ganz gerne zu sprechen kommen. Und zwar war das der Film, den ihr gedreht habt. Genau, und da würde mich einfach mal interessieren, was war da so ein bisschen deine Intention dahinter? Wie bist du darauf gekommen, einen Film zu drehen? Ich meine, man steht ja nicht morgens auf und denkt sich, heute drehe ich mal einen Film, heute ist schönes Wetter, machen wir mal. Ich habe den Film ja auch nicht selber gedreht, sondern die Gespräche mit euch, auch mit anderen Jugendlichen, inspirieren einem ja auch. Und wenn man genau zuhört und die Menschen, egal in welchem Alter, ernst nimmt, dann kommt man auch zwangsläufig zu dem Erkenntnis, dass man sagt, mein Gott, normalerweise hat man vielleicht eine Idee oder ein Vorhaben, eine Motivation
und man glaubt, das ist das Beste für diese Zielgruppe. Aber wenn man die Betroffenen selber fragt, kommen ganz andere Ergebnisse. Und so ist das auch zustande gekommen. Ich bin von mehreren Jugendlichen, auch von meinen eigenen Kindern angesprochen worden. Es kotzt uns an, dass ihr immer glaubt, was für uns gut ist, sondern fragt uns doch mal. So, und aus diesem Krisengespräch ist dann die Idee entstanden, können wir nicht mit in Zusammenarbeit mit euch, zusammen mit dem Jugendparlament, 20, 25 Jugendliche einfach mal in einer schönen Atmosphäre in der Lichtburg. Dafür danke ich auch unserer Lichtburg, die die ganze Infrastruktur auch zur Verfügung gestellt hat, kostenlos. Sind 22 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren zu verschiedenen Schlagwörtern gefragt worden, spontan. Die kannten die Wörter nicht. Es waren Begriffe wie Liebe, Heimat, Muttersprache, Erfolg, Religion, Zusammenleben, Familie, Schule, Bildung. Und da mussten sie so spontan, was ihnen gerade einfällt, sagen. Dann haben wir diese Interviews. Es war ein junger Filmstudent aus Mülheim, der Timo. Und das Drehbuch und die Fragen und die Interviews hat dann die Mina, meine Tochter, gemacht, weil ich ihr gesagt habe, ja nicht nur meckern, auch mal hier anpacken. Sag, kannst du ja mitmachen. Und das meinte ich ja auch in der letzten Ausgabe, nicht nur jammern, sondern man muss auch anpacken, wenn man was verändern will. Daraus ist ein Filmmaterial von über 4 Stunden entstanden. Und wir waren alle beeindruckt, wie reflektiert, wie strukturiert und auch sensibel die Jugendlichen waren. Die wussten ganz genau, was die wollen und was sie auch nicht wollen. Und das haben wir dann zusammengekürzt auf 28 Minuten. Die Premiere war ja in der Lichtburg und die Petra Rockenfeller, die Chefin von der Lichtburg, ist ja auch in ganz Deutschland unterwegs, bei der Berlinale und überall, und hat von diesem Projekt erzählt. Und der Deutsche Kurzfilmtag unter der Schirmherrschaft von Claudia Roth, der Staatssekretärin, ist darauf aufmerksam geworden, hat gesagt, das ist so toll, könnt ihr das nicht am Tag des Kurzfilms zeigen? Haben wir natürlich gemacht. Das hat dann zusätzlich noch Drive gegeben. Und letztens haben wir ja gemeinsam diesen Film mit dem Elsa-Brennström-Gymnasium gezeigt. Für uns ist wichtig, in die Lebenswelt der Jugendlichen einzutauchen und von denen authentische Antworten, Vorstellungen, Visionen zu bekommen, um darauf aufbauend Projekte oder auch Ideen zu entwickeln, die auch im täglichen Leben der Jugendlichen ankommen. Ansonsten handelt man ja nach dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist, und bin nachher total enttäuscht, wenn das nicht angenommen wird. Man muss nicht enttäuscht sein, wenn das an der Lebensrealität vorbeizählt. So, das war so die Idee. Und mit euch haben wir ja zusammen vereinbart, dass wir mit dem Film alle 13 weiterführenden Schulen besuchen. Und unsere Auflage war, da haben wir ja alle zusammengehalten, dass man diesen Film nicht irgendwie abends oder in der Freizeit oder am Wochenende zeigt, sondern in der Regelunterrichtszeit. Und das war so toll. Das war, glaube ich, die 3., 4. Stunde vom ELSA. Es waren über 200 Schülerinnen und Schüler da. Kam sehr gut an, die fühlten sich verstanden und haben sich angeboten, die Fortsetzung dieser Reihe Stimmen aus der Vielfalt, Stimmen aus der Heimat dann fortzusetzen. Also insgesamt ein tolles Projekt. Und das hat nochmal gezeigt, wie man mit dem Medium Film, Radio ganz einfach, niederschwellig Menschen erreicht, und die Menschen geben viel von sich dann auch preis. War schon eine tolle Erfahrung. Jetzt würde mich mal interessieren, bei so einem Film, das ist ja jetzt nicht so ein Actionfilm, irgendwie fliegende Autos und Schüsse und weiß der Geier was, sondern das ist ja ein Film, wo die Leute einfach mal so ein bisschen aus der Erfahrung reden. Mhm. Und da würde mich interessieren, ist dir vielleicht so ein Satz irgendwie aus dem Film im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das von einer 16-jährigen Person kommt zum Beispiel, oder 13 oder 14. Aber krass, also war ein guter Satz. Ja, waren 2 Jugendliche, die haben mich sehr beeindruckt. Einmal die Emma, meine ich, heißt die, wie sie Demokratie, Religionsverständnis definiert hat. Und ein Satz von ihr war so toll. Sie sagte, man kann gegenüber Intoleranz nicht tolerant sein. So, das hat mich sehr beeindruckt. Dann war der Clemens Kostecki,
der gesagt hat, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, mir reicht einfach nur ein Lächeln. Und wenn jemand mich anlächelt oder ich lächle zurück, das reicht mir schon. So, das war ganz toll. Oder auch die Vorgängerin von eurer jetzigen Vorsitzenden Konstantina, die Berna, ich weiß nicht, ob ich den Satz hinkriege, sie sagte, ist das nicht schön, in einem Land zu leben? Ich kann leben, wie ich will, ich kann lieben, wen ich will und ich kann sagen, was ich will, ohne Angst zu haben, dass ich verfolgt werde. So, das waren so drei Sätze, die schon unter die Haut gehen, wo man denkt, mein Gott, das kommt von 15-, 16-, 17-Jährigen, wow. Also ich fände es total toll, wenn es noch eine Fortsetzung geben würde, weil sich die Meinung der Kinder und Jugendlichen ja auch nochmal verändert hat, keine Ahnung, durch jetzt Corona und durch aktuelle Umstände. Und ich fände es super, wenn man sehen könnte, was denken die Jugendlichen jetzt und was haben sie damals gedacht, das wäre schon cool. Ja, hast du noch eine Frage, Luis? Weil mir fällt gerade keine ein. Erjan, jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, dass du sehr, sehr aktiv in der Politik bist. Ich meine, führt wohl auch keinen Weg vorbei, wenn man Vorsitzender eines politischen Gremiums ist. Aber was treibt dich denn immer in die Politik? Ich meine, man könnte auch ein schönes Leben in der Rechtsanwaltskanzlei haben, aber trotzdem bist du immer noch in der Politik. Warum? Vielleicht eine kurze Korrektur. Ich bin nicht der Vorsitzende des Gremiums. Das ist ja Frau Nagihan Erdas. Ich bin der Geschäftsführer. Warum? Ich versuche das einfach zu formulieren. Ich bin in dieser Stadt groß geworden. Es ist meine Stadt. Es ist mein Land. Meine beiden Kinder sind hier geboren worden. Die sind hier groß geworden. Das ist auch deren Heimat. Und das lasse ich mir und möchte ich mir auch von niemandem kaputtreden lassen. Ich möchte unsere Demokratie, unser friedliches Zusammenleben nicht kaputtreden lassen. Und damit unsere Kinder genauso in dieser Freiheit leben können, das ist dann mein persönlicher Beitrag, meine persönliche Motivation, mich einzubringen. Und was wäre denn die Alternative, wenn wir auch alle genervt sind, das kostet Zeit, wenn auch noch die Engagierten nach Hause gehen und nichts tun, dann entsteht ein Vakuum und dieses Vakuum könnten die Falschen füllen und es würde dann zu Folgen führen, die wir alle nicht wollen. Das ist meine persönliche Überzeugung und auch meine persönliche Motivation, am Ball zu bleiben. Erjan, ich habe jetzt nochmal eine Frage. Du hast ja eben gesagt, dass du nicht Vorsitzender bist, sondern Geschäftsführer. Und erklär doch mal bitte, was ist denn der Unterschied zwischen einem Vorsitzenden und einem Geschäftsführer? Weil ich glaube, es gibt ziemlich viele, die wissen das nicht und denken, das ist dasselbe. Gut, machen wir es einfach. Ich werde dafür bezahlt, die Vorsitzende nicht. Ich bin hauptamtlich, also ich mache es dann beruflich, bekomme dafür auch Gehalt und die Vorsitzende und auch die anderen Vertreterinnen und Vertreter des Integrationsrates sind ehrenamtlich, genauso die Mitglieder des Rates der Stadt. Das ist ja auch so ein Fake News, was so unterwegs ist und was falsche Gruppen dann bedienen, dass die Leute, die in Ausschüssen, in Ausschüssen sind, im Rat sind, im Integrationsrat sind, sich die Taschen voll machen. Nein, es sind Menschen, die neben ihrem Beruf, in ihrer Freizeit, sich das wirklich antun, was sehr wertvoll ist für unsere Demokratie, damit das funktioniert. Und wir sollten allen Menschen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Gesellschaft, für die Menschen, für das Zusammenleben einsetzen, dankbar sein und nicht kaputt reden, weil die Folgen wären verheerend, wenn diese Menschen zu Hause bleiben. Definitiv, das ist, glaube ich, ganz relevant. Also ich meine, es gibt ja ganz viele Ehrenämter und ich glaube, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie viele Leute überhaupt ehrenamtlich arbeiten, da wäre gar nicht wegzudenken. Also wenn die weg wären, dann hätte Deutschland enorme Probleme. Definitiv. Findest du es denn gut, dass es ein Ehrenamt ist? Oder würdest du sagen, ja, eigentlich sind ja solche politischen Sachen schon wichtig. Da sollte man sich voll und ganz drauf konzentrieren können und nicht irgendwie neben Job Ehrenamt dann irgendwie mal eben schnell das lesen und machen. Was ist da deine Einstellung? Also ich glaube, wir müssen die ehrenamtlich Tätigen mehr unterstützen. Ihr kennt das ja von eurer Arbeit.
immer wenn ich dann eure Tagesordnungen sehe, dann denke ich, ach du Scheiße, mein Gott, 20 Punkte und 14-, 15-Jährige hochmotiviert müssen sich dann 2-3 Stunden wirklich trockenes Material antun, die auch noch sehr abstrakt ist, weil alle glauben, der Jugend, das Jugendparlament sollte sich mit allen Sachen beschäftigen. Ich denke da ein bisschen anders. Ich denke, da sollte man etwas konzentrierter und den Spaßfaktor bei den Jugendlichen nicht unterschätzen. Ansonsten entsteht eine Frustration und dann hat man keinen Bock mehr. Das ist eine Gefahr, auf die ich gerne hinweisen möchte und auch aktiv immer tue. Das Zweite ist, wenn man sich die Fülle der Sitzungen und die Fülle der Unterlagen, ihr kennt das ja auch, so, du musst ja diese Unterlagen lesen. Das kann für einen Ausschuss schnell mal mehrere hundert Seiten, im Rat noch mehr werden. Das Lesen reicht ja nicht, weil du musst ja das Ganze im Kontext sehen. Also musst du dann querlesen, andere Ausschussunterlagen, die damit zusammenhängen. Und daraus musst du dir eine Meinung bilden und im besten Fall auch noch Projekte entwickeln, die man umsetzen kann. Das ist mehr als herausfordernd. Das ist für die Freizeit herausfordernd und das ist auch für die Familien herausfordernd. Ich habe unregelmäßig Diskussionen auch zu Hause, wo meine Frau dann sagt, kannst du nicht ein bisschen kürzer treten? Ist das nicht so viel? Und dann sage ich ihr auch, die Folge wäre, dass wenn wir jetzt symbolisch mehr zurücktreten, kürzer treten und alle anderen, dann entsteht leider ein Vakuum. Und solange wir das nicht professionell klären, und ich glaube schon, es ist perspektivisch schwer durchzuhalten, das Ganze so mit ehrenamtlichen Mitgliedern in den Räten oder auch in den Ausschüssen, das muss man verbessern. Man muss gucken, es gibt ja so ein schönes Zitat von Bert Brecht, erst das Fressen, dann die Moral. Das heißt, wenn du Menschen nicht vorher absicherst oder die nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringst, dann entsteht überhaupt die Bereitschaft, sich einzubringen. So, und wenn das nicht gelingen sollte für die Zukunft, dann werden wir Probleme haben, überhaupt Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die für dieses Ehrenamt sich dann breit zur Verfügung stellen. Also ich finde es persönlich auch total wichtig, dass man auch die Arbeit von Ehrenamtlichen wertschätzt, weil es gibt Ehrenamtliche, die machen so, so viel und alles, was gesagt wird, ist ja, hast du toll gemacht. Und ich kriege das selber ab teilweise und da denke ich mir so, ey, ich habe hier gerade mir den Arsch für dich aufgerissen und du kannst nicht mal ein vernünftiges Danke rausbringen. Und ich fände es so, so toll, wenn gesagt wird, ey, ihr macht das super, wir schätzen das, was ihr macht. Das fände ich total wichtig, dass man das auch nochmal rüberbringt, wie wichtig die Arbeit von Ehrenamtlichen vor allem auch ist. So, das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Leute das machen. Und die machen das ja häufig nicht aus Spaß, sondern einfach, weil sie einen klaren Gedanken dahinter haben, was sie damit bewegen wollen. Und ich fände es wirklich so, so toll, wenn die Arbeit wirklich mehr wertgeschätzt wird, in vielerlei Hinsicht. Vielleicht, wenn ihr mir erlaubt, würde ich gerne noch einen Satz darüber verlieren, was eigentlich so die wichtigste Aufgabe des Integrationsrates ist. Es gibt ja diverse Vorurteile, die im Umlauf sind. Und das beste Mittel, Vorurteile zu bekämpfen, ist für Begegnung zu sorgen. Dass Menschen ins Gespräch kommen, sich kennenlernen und auch sich gegenseitig schwierige Fragen stellen können. Das setzt aber voraus, dass man einen stetigen Austausch organisiert. Und als Integrationsrat sind wir da sehr bemüht und das ist uns auch sehr wertvoll, dass wir Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Kulturen, zwischen den Herkünften, zwischen Religionsgemeinschaften organisieren, wo die sich dann begegnen und daraus entstehen dann auch Freundschaften mit dem Ziel, dass alle sich nachher als Oberhausener definieren, egal welcher Herkunft. So, und das ist sehr wertvoll. Das ist auch sehr wichtig. Das wird meistens unterschätzt, aber ich glaube, das ist das beste Mittel, um sich kennenzulernen, um Vorurteile abzubauen und auch den Antidemokraten und Menschenfeinden zu sagen, guck doch mal, es klappt. Und diese Bilder müssen wir da draußen in die Communities, in die Gesellschaft hineintragen.
Und das ist eigentlich auch das Ziel der Kampagne Vielfalt ist meine Heimat mit dem bunten Adler. Und viele fühlen sich auch angesprochen, können mit dieser positiven Kampagne was anfangen, weil die Kernaussage ist, wir sind in einer Demokratie, solange wir alle in der Umzäunung der freiheitlichen Grundordnung der Bundesrepublik mit den Grundwerten bleiben, kann jeder machen, was er will, leben, wie er will. Aber verlässt man diese Grenze, dann muss jeder und jede die volle Härte des Gesetzes spüren. Ansonsten ist das Zusammenleben gefährdet. Und mit dieser Überzeugung, verbunden mit einer positiven Kampagne, versuchen wir dann, und ihr merkt ja selber, wie gut das auch in der Oberhausener Bevölkerung ankommt. Und seit letzter Woche hat auch die Stadt Duisburg die Kampagne komplett mit dem Oberbürgermeister für die Stadt Duisburg übernommen. Und insofern scheint zu klappen, wenn man Menschen positiv anspricht, nicht mit einer Gegenkampagne, und auch ehrlich miteinander umgeht und dann auch offen und ehrlich sagt, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind und dass wir noch mehr ins Gespräch kommen müssen, dass wir uns alle kennenlernen müssen. Du sagtest ja, ihr probiert Menschen aus verschiedensten Gruppen irgendwie zusammenzuführen und zu zeigen, es gibt nicht irgendwie diesen Tisch und diesen Tisch und an allen drei verschiedenen Tischen sitzen Leute mit einer anderen Religion und keiner traut sich irgendwie zusammenzukommen, sondern ihr probiert das ja zu vermischen. Und da wäre meine Frage, erstens, wie macht ihr das? Also macht ihr große Feste oder wie plant ihr da sowas? Und die zweite Frage wäre, wenn ich jetzt sage, boah, da hätte ich eigentlich Lust drauf, ich würde gern mal an verschiedenen Tischen sitzen und nicht irgendwie am Tisch und ist aufgeteilt. Wie kann ich da hinkommen? Wie geht sowas? Zu der ersten Frage, wie machen wir das? Da gibt es ja verschiedene Formate. Das kann zum Beispiel jetzt am 22. ist das Nachbarschaftsfest mit der türkischen Gemeinde. Demnächst haben wir ein Fest in der Nähe vom Altenberg mit der nigerianischen Gemeinde, also in Zusammenarbeit mit den Migranten-Selbstorganisationen, dann mit Kirchengemeinden, mit Kindertageseinrichtungen, mit Schulen. Das sind ja nicht nur wir, sondern wir versuchen, die Kräfte, die Ressourcen zu bündeln. So, wir machen selber Veranstaltungen, aber meistens ist es so, dass wir dann versuchen, entweder finanziell oder auch infrastrukturmäßig zu helfen. Daneben gibt es auch irrsinnig viele Veranstaltungen in dieser Stadt. Ob über die katholische Kirche, evangelische Kirche, die Gemeinden, AWO, Diakonie oder den Parität angeschlossene Vereine, auch die politischen, demokratischen Parteien machen sehr viel. Die Kunst ist jetzt das und jetzt mache ich den Schwenker zu deiner zweiten Frage. Wie kriegen wir diese Vielfalt an Aktivitäten, diese Vielfalt an Begegnungen und Dialogen rüberzubringen, dass Menschen A mitkriegen, das gibt es, und B, ich will da mitmachen, wie mache ich da mit? Und genau dafür haben wir eine Plattform eingerichtet, im Internet nennt sich bunteradler.de, und dort werden zum einen die gelaufenen, die noch projizierten Veranstaltungen oder die noch in Vorbereitung sind, zu verschiedenen Kategorien, kulturelles, sportliches, wo man sich einbringen kann, wie man sich einbringen kann oder einfach nur sich informiert, wie das hier in Oberhausen klappt. Und ich glaube, diese positive Stimmung, diese positive Darstellung ist auch ein sehr geeignetes Mittel, um gegen Fake News oder Propaganda oder Desinformation auch anzugehen. Weil die Menschen lesen in der Zeitung, das und das klappt nicht. Und wenn du dann nicht mit so einer Plattform auch Menschen näher bringst, doch, das ist vielleicht ein Fall, aber tausendfach passiert auf der anderen Seite was Positives, dann schaffst du auch nicht nur ein Gegengewicht, sondern dann wird dieser Ansatz, der schlechtere, dann relativiert und es entsteht eine positive Stimmung, die hervorragend dafür geeignet ist, um auch die Menschenfeinde und Demokratiefeinde zu bekämpfen, zumindest zurückzudrängen. Definitiv, das ist extrem relevant. Man sagt ja auch immer, 99 Sachen macht man gut, eine macht man falsch und man erinnert sich immer an die falsche Sache, ne, und die guten fallen so hinten weg. Ja, genau so ist es. Ercan, wie wichtig war es für dich, dich früh zu engagieren? Und hat das irgendwie dazu geführt, dass du jetzt irgendwie auch das Jugendparlament so unterstützt? Definitiv. Wir waren ja alle mal Jugendliche und wir haben genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass man das Gefühl hatte, die nehmen uns nicht ernst, das wird so abgetan, ja, ist ja nett, was ihr da macht. Und man will ja in jungen Jahren
auch sehr ernst genommen werden. Man hat Ideen, Visionen, man glaubt, die besten Ideen auf der Welt mitentwickelt zu haben. Das gehört ja zum Jugendlichsein dazu. Und wenn das dann so abgetan wird, ja, das läuft sich tot und irgendwann kommst du auf den Boden der Tatsachen, das ist keine schöne Erfahrung. Und insofern, wenn man solche Erfahrungen auch mitgemacht hat, dann kann man schon Empathie walten lassen und dann sich vorstellen, das ist bei den Jugendlichen, kommt nicht nur gut an, sondern ist auch sachlich falsch. Ist auch sachlich falsch, weil die wissen schon, die sind sprachfähig und die wissen ganz genau, was für sie wichtig ist. Das hat natürlich mit dazu geführt, dass ich das Jugendparlament sehr ernst nehme. Ich will nur daran erinnern, wir sind von Anfang an dabei. Wir haben das Jugendparlament seit der Gründung mit unterstützt. Euer Logo geht auf einen Wettbewerb, den wir damals ausgeschrieben haben, zusammen mit dem ersten Jugendparlament. Da haben sich mehrere Schulen beteiligt und das Rennen hatte gemacht, glaube ich, die Gesamtschule Osterfeld. Das ist von denen das Logo. Dafür haben die dann von uns eine kleine Unterstützung erfahren. Also ihr merkt schon, auch für die Gründung einer Jugendvertretung haben wir uns schon von Anfang an eingesetzt. Und seitdem haben wir eine sehr intensive, gute Zusammenarbeit, losgelöst von gerade aktuellen handelnden Personen, sondern in jeder Legislaturperiode gab es wirklich eine sehr gute, intensive, tolle Zusammenarbeit. Und das zeigt, dass wir das nicht nur als Spielwiese, im Gegenteil, sondern es ist sehr bereichernd, es ist sehr wichtig, die Impulse, die von euch ausgehen, mit in die politischen Entscheidungsprozesse einzupflegen, mit zu berücksichtigen, damit das, was beschlossen wird, auch von euch akzeptiert wird, weil letztendlich müsst ihr, wenn wir nicht mehr da sind, damit leben. Also dann ist es sinnig, euch von vornherein zu beteiligen. So, als letzte Frage, die ich heute an dich hätte, wäre, und zwar hast du im Vorgespräch ja schon gesagt, du hoffst irgendwann, dass du in deiner Position überflüssig bist. Das würde ja natürlich im Umkehrschluss heißen, es gibt keinen Integrationsrat mehr, das heißt, alle Leute mögen sich, alle Leute sind irgendwie lieb zueinander, es gibt keine Gewalt mehr, keinen Krieg mehr wegen der Religion, wegen der Hautfarbe oder wegen solchen Sachen. Und da wäre meine Frage an dich, wann denkst du, wann ist es denn soweit? Wann kannst du endlich sagen, ich habe es geschafft, ich bin jetzt erstmal hier in diesem Bereich überflüssig und es gibt keine Gewalt mehr auf den Straßen, weil die Person eine andere Religion hat als ich? Ich würde ein Stück weit differenzieren. Die eine Ebene wäre, brauchen wir langfristig einen Integrationsrat, quasi eine Parallelstruktur zu bestehenden politischen Gremien? Noch ja. Aber wir arbeiten mit dem Ziel, dass das Ganze überflüssig ist, damit Menschen, die eine gewisse Zeit hier leben, da kann man sich ja dann unterhalten, ob 3 Jahre, 5 Jahre, da wird man eine Lösung finden können, dass man sagt, Menschen, die x Jahre hier leben, können automatisch ihren Rat, ihre Ausschüsse, ihre kommunalen Vertretungen mitwählen und dann brauchen wir diese Parallelstruktur nicht. Das wäre das Allerbeste, was uns passieren kann. Warum das nicht passiert, ist mir ein Rätsel. Weil alle sagen, ja, wir wollen das. Und auch wenn 2/3 Mehrheiten im Parlament entstehen, in Berlin, trotzdem schaffen sie nicht, das durchzukriegen. Also es bleibt mir immer noch ein Rätsel. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, was du beschrieben hast, keine Kriege, Religionen, alle sind tolerant. Ich glaube, das ist auch nicht nur ein Thema im Zusammenhang mit Migration, sondern fiktiv gedacht, wenn jetzt alle Migranten aus Deutschland raus wären, dann müsste im Umkehrschluss bedeuten, dass alle sich lieb haben. Und die Geschichte zeigt uns, das war nicht so, weil während der Nazizeit haben Deutsche Deutsche umgebracht, weil sie anders waren. Es waren ja nicht Migranten, es waren ja Deutsche, die homosexuell waren. Es waren Deutsche, die anders gedacht haben. Es waren Deutsche, die katholisch oder evangelisch waren und nicht mit der Meinung der Nazis einverstanden waren. Es waren Sozialdemokraten, es waren viele Gewerkschafter, Frauen und Männer, die hatten ja keine andere Herkunft, sondern das waren Deutsche. So, und insofern wird das Thema sich für Menschenrechte einsetzen, für Grundwerte einsetzen, losgelöst von Migration, Religion, immer ein Thema sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man denkt,
wir haben diese Probleme in Deutschland, weil diese Menschen hier sind. Das kann vielleicht ein bisschen verstärken, aber das ist nicht die Erklärung, dass die Probleme dann weg wären. Also wir sollten höllisch aufpassen, und das ist die Masche auch von Demokratiefeinden, Probleme zu kulturalisieren. Dass Probleme deswegen da sind, weil bestimmte Menschen aus bestimmten Kulturkreisen hier sind. Das ist falsch. Unsere gemeinsame Geschichte lehrt uns da was anderes. Ich glaube, das können wir so als gutes Ende nehmen, würde ich sagen. Dementsprechend bedanke ich mich bei dir, dass du heute da warst. Ich drehe mich einmal um. Und deshalb haben wir noch eine Kleinigkeit für dich vom Jugendparlament. Als Dankeschön, dass du heute mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank. War nicht nötig. Ihr könnt ja die normalen Floskeln, aber ich freue mich trotzdem über dieses Geschenk. Dankeschön. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schaltet gerne wieder bei der nächsten Folge ein und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.